Hallo und herzlich willkommen zurück bei Steel Rising. Wir haben recht spät gespielt, so wie ich das hier beobachte. Normalerweise nehme ich immer God of War immer erst zu spät auf. Oder jetzt im neuesten Fall ist Neo immer das, was ich am spätestens in der Nacht aufnehme. Entweder es klappt oder es klappt nicht. So, wir befinden uns in Marei. Gefühlt ist hier jeder Endbuchstabe stumm. Oh, guck mal, wir stehen in der Luft. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wir könnten jetzt hier runtergehen. Will man das? Ich weiß es nicht. Wir haben da unten, hier ist überall, also wenn Maschinen in meiner Stadt herumlaufen würden, ich würde einen Teufel tun und mein Licht anschalten. Jetzt mal im Ernst, da würde ich mich lieber mit einer Kerze irgendwo in der äußersten Ecke setzen, aber nicht mein Licht anmachen. Ja, der Himmel sieht immer noch komisch aus. Wir schauen erst mal, was hier eigentlich los ist. Zur Bastille gelangen, da haben wir die Gräfin und da haben wir das Schießpulver in der Bastille finden. Ich gehe davon aus, dass das nur der erste Wegpunkt ist. Ich würde gerne die Gräfin finden. Komm, wir gehen mal hier runter und gucken, ob wir sterben. Wäre ja zu einfach, wenn sie hier direkt wäre. Das Schießpulver ist garantiert in der Bastille. Deswegen sollten wir eventuell... Ist es möglich, dass wir doch erstmal Richtung Bastille gehen sollen, damit wir dann tatsächlich zur... hier, das sieht schon alles krass nach Coverbild aus, gell? Nach Cover. Cover. Okay, wir werden jetzt was anderes machen. Hier konnte ich mich doch irgendwie hoch machen. War das denn? Hä? War das nicht hier? Nee, da drüben. Wir werden erst zur Richtung Bastille gehen. Da war wieder irgendwas. Irgendwas lag da. Und dann hoffen, dass wir über die Frau Gräfin stolpern. Irgendwie. So, hier konnte man hoch. Da. So, Dille. Da drüben waren wir schon, das weiß ich. Da drüben ist die Frau. Oh. Ah! Doch nicht jetzt. Ich bin noch nicht bereit. Leute. Du bist nur so stark, ey. Nein! Ich will das nicht lesen. Au! Au! Oh, endlich. Jetzt haben wir noch den Kleinen hier. Darf ich jetzt endlich mal lesen? Ich habe aus Versehen den Brief aufgemacht. An die Besucher der Marquise. Wir, die Bürger Armand und Parlement, kamen Madame de Covette in ihrer ärmlichen Behausung zu Hilfe, als wir ihre verzweifelten Schreie hörten. Nachdem wir den Angreifer vertrieben hatten, fanden wir die Unglückliche in bestürzendem Zustand vor. Wir brachten sie in die Sicherheit des angrenzenden Hofes und versperrten diesen. Angesichts der Bedrohung durch die Automaten entschlossen wir uns schweren Herzens das Quartier du Temple zu verlassen. Die Vorsehung muss sie hergeführt haben und wir bitten sie inständig, sich um die arme Frau zu kümmern. So, eine Notiz und eine Alchemiekapsel. Vielleicht könnte ich jetzt doch langsam mal die Alchemiekapseln benutzen. Ernsthaft, so viele Fässer und nichts drin. Aber ich mag, wie die Fässer kaputt gehen. Wir schauen nochmal schnell. Die Schießpulver, Bastille, da ist drüben ist die andere. Da kommen wir aber im Moment nicht hin, leider. Das hier soll die Bastille sein. Der Marais. Ah, da können wir aufmachen, das ist ja schön. Da ist auch eine... Okay.
Bäm, ey. Ich will die Frau Mama finden. Wo ist die Frau Mama? Bringt das jetzt irgendwas, dass ich über hier bin? Da drüben ist Frau Mama. Oh. Bin eins zu weit unten. Oh. Hilfe! Nein! Wo bin ich? Wo bin ich? Gut, wir bleiben dann doch eher hier. Hatten wir nicht hier irgendwo eine Festaline? Das nicht hier? Doch nicht. Oh! Oh! Au! Angriff ist die beste Verteidigung. So. Oh, hier können wir reden. We're not gonna just leave her there. She'll be eaten by rats. What would you have us do? Are you willing to risk your life just to go bury her? Absolutely not. But still, what a sorry sight. Klatschweib. Day has passed and I can still hear her cries. It was blood curdling. Who could be so cowardly as to attack a half-crazed woman? Oh, I'd wager that it was the stranger I saw hanging around here for 2 days. Oh yeah, I remember. A sort of strong man with a pockmarked face, wasn't he? A frightening face. Pockennarbengesicht. About the Countess. And he was insistent, the brute. But I knew how to hold my tongue. You know me. But the cutthroat must have succeeded in the end. God knows how he tricked the Countess into letting him in. That's true. Our Countess was a highly suspicious woman. But why did he want to arm her? No doubt it was because of those old rumors. As crazy and poor as she was, it seems that she kept a small treasure hidden under her bed. All that remained of her aristocratic life, it seems. Okay, die Gräfin finden. Oh nein! Oh nein! The Comtesse de Corvée. There is nothing more that can be done. This woman was not the victim of an automat, but of a murderer made of flesh and blood. I must immediately inform Monsieur de Mirabeau. Okay, wir müssen wieder warten, bis es wieder von vorne anfängt. Ich wollte erst mal anhören, was sie sagt. Ach. Mist. Schildklauen, Bronzebahn und Kutschenmarke. Okay, dann lesen wir es halt so. Notizen. Eine Quittung. Uraltes Pergament. Königliche Bekanntmachung. Militärische Briefe. Skripte, Dokumente. Korrespondenze. Lafayette. Verschiedenes. Pamphlete. Marquis.
weiter. Wo ist es denn? Hä? Boucanson, fehlt noch was? Jacques Necker, haben wir alle? Verschwörer. Boah, kann man hier viel nachlesen. Großkatzen? Konvent zurückkehren. Wo ist das? Einwohner von Paris. War auf jeden Fall kein Pamphlet. Kommt die Marabö? Nee. Nee. Wir haben das doch als letztes. Briefe. Eine Notiz. Monseigneur. Lieber Ehemann, Susanne. Oh, das tut mir jetzt leid. Ihr könnt das ja, also ich weiß es jetzt erstmal nicht, aber ihr könnt es ja nachlesen, wenn ihr es nicht eh schon gelesen habt. Ich weiß nicht, wo das ist. Es ist irgendwie nicht da. Verschiedenes. Es ist ja nichts. Dein Vater, nee. War das das hier? Das hier war das doch, oder? Verehrte Madame, ehemals meine Gattin. In der Stunde, da alle Kraft mich verlassen hat und es auf mein Ende zugeht, möchte ich Ihnen versichern, dass ich trotz der zahllosen Missetaten, die Sie zu meinem Nachteil verübt haben, keinen Groll gegen Sie hege. Legen wir vergangene Streitigkeiten bei. Ich möchte nicht als Ihr Feind sterben, sondern in Frieden gehen und biete Ihnen über den Tod hinaus Versöhnung an. Zu diesem Zweck wird Sie bald ein gewisser Saint-Jean aufsuchen, ein anständiger Mann, dem ich aufgetragen habe, meine letzten Wünsche auszuführen. Da ich Ihre misstrauische Art kenne, bitte ich Sie, ihm nicht die Tür zu verschließen, sondern ihn freundlich zu empfangen und sich nicht von seiner verdrießlichen Miene abschrecken zu lassen. Seien Sie versichert, dass er Ihnen nur gute Nachrichten überbringt. Adieu, Madame, Ihr ehemaliger Gatte, Victor de Ricchetti, Marquess de Marabeu. Aha, ja, deswegen. Sie hat einfach ihren Mörder reingelassen. Sollte man eventuell nicht tun. Ja, da ist sie. Ja, kann man jetzt erstmal nichts machen. Ist halt so.
Gut, dann gelangen wir jetzt mal zur Bastille. Hier ist es sehr, hier ist sehr viel los. Irgendjemand hat mich auch schon gesehen. Ich sehe nichts durch das Feuer. Sieht aber einen Haufen ab hier, mein Freund. Oh. Oh, ich hab ein bisschen laut gerade. Mein Frifra-Freund. Ich habe doch hier eine feste Linie gesehen. Wo sind die hin? Ich habe auch diesen einen Zwischengang gar nicht aufgemacht. Mist. So, mach mal den erstmal auf. So, hier müsste ja hier oben eigentlich jetzt die feste Linie stehen. Ach ja, da oben. Jetzt haben wir hier erstmal einen Durchgang. Wir haben die Frau Gräfin gefunden. Ah, also ihr ehemaliger Gatte. Das ist interessant. Ja, wir suchen ja an sich die Frau Mama. Aber Marquis ist doch auch von uns einer mit dabei. Das ist wahrscheinlich ein Adels, also so ein Adelstitel. Ich kenne mich bei den Adelstiteln von Frankreich nicht so aus. Hängen Automaten Menschen auf? Ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. So, da könnten wir hin. Ah, Tröter. Tröti, Tröti. Das ist aber schade, dass du nicht brennst. Schöne Hecke. Hier ist ein bisschen viel Platz für meinen Geschmack. Mein Kompagnon. My dear friends, I don't deserve to outlive them. What are you blaming yourself for, monsieur? No. Get back! Assassin! I'm not your enemy. My only aim is to defeat the royal army. Why should I believe you? It's true that you can speak. Maybe you're truly not one of them. Wieso sehen wir sie eigentlich immer von hinten? Dites-moi, what is this chaos? What disaster has befallen the Place Royale? That's where we loyal patriots had gathered. A band of brave souls armed with what paltry weapons we could find. A few old sabers, some rusty muskets. That's all we needed to stop the enemy's advance. Hélas. The tyrant riposted from the heights of the Bastille. His cannons tore us to shreds. I could only flee while my comrades fell as heroes for our nation. What's the point of surviving if you must bend the knee to a bloodthirsty despot? Monsieur. Leave me now. I'll soon join my comrades. Oh nein, lass ich umbringen. Leave me, I say. Okay. I already have one foot in the grave. Gut, wer nicht will, der hat schon.
irgendjemand gehört. Kamen wir von hier? Ja, wir kamen von hier. Können wir einfach durch die Hecke gehen? Nee. Das ist eine starke Hecke. Oh, guck mal da. Natürlich nichts drin. Da vorne sitzt einer, der steht wahrscheinlich gleich auf. Schauen erstmal schnell hier oben. Oh, hier sind auch überall Tote. Hm, wenigstens in der Ecke hätten sie was reinstellen können. Nee, du stehst gar nicht auf. Ah, hier. Ich will, dass da was drin ist. Zur Bastille gelangen. Okay. Kommen wir her. Oh, da ist doch schon wieder ein Titan. Place Royale. Gucken erstmal hier, was wir hier so finden. Ich würde gern, bevor wir hier hingehen, wir müssen ja offensichtlich hier hin, oben lang gehen, da wo dieser andere Typ war. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein anderer Weg ist. Der Marais. So. Ich frage mich gerade. So, jetzt sind wir wieder hier. Hier haben wir den umgebracht. Genau, da oben. So. Jetzt sind wir hier. Oh. So. Hier ist alles verbrannt. Hat alles angezündet einfach. Pflastersteinchen. Da geht's hoch. Hier kann man auch lang. Ach, dann kommt man einfach nur dahin. Sag mal, echt da drüber nur? Was ist das denn da für ein komisches Gebilde? Na toll. Also man soll einfach nur da drüber hüpfen. Ich habe mir einfach einen Teppich draußen liegen. Warum hat man denn hier einen Teppich draußen liegen? Das ist schon sehr cool jetzt hier. Nur weiß ich nie, wo ich eigentlich hier runter. Nun gut, das haben wir mitgenommen. Wir haben The Gräfin gefunden. Wenn wir jetzt gegen den Titan antreten, was wahrscheinlich jetzt passieren wird. Place Royale. Ich hätte halt gerne Festaline. Aber wir kommen da eh nicht rein. Okay, also müssen wir woanders rein. Gab's hier keine Festaline? Hm. Schade eigentlich. Ist hier auch keine? Nee, es leuchtet nirgendwo. Hm. Also diesen Place Royale werden wir uns mal in der nächsten Folge anschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und heute um 18 Uhr gab es ein neues Let's Play auf meinem Kanal. Das wird jetzt immer 18 Uhr laufen. Schaut da gern vorbei, wenn ihr möchtet. Es ist ein kleines spirituelles Horrorspielchen, würde ich sagen.
Genau. Schaut gern rein. Bis dann. Tschüss.